Leute, hier ist Ansu und wir sind immer noch im Weitwinkelmodus. Das heißt, meine Kamera ist immer noch nicht repariert. Und deswegen gibt es heute wieder ein kleines Überbrückungsvideo. Und zwar bin ich ja jetzt schon über einen ganzen Monat lang in Japan und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen zeigen, was ich mir alles so für Sachen gekauft habe. Wobei ich euch jetzt nicht alles zeige, sondern nur die Sachen, die ich sehr, sehr süß finde. Denn meine Devise war, alles was ich kaufe, muss süß sein. Denn ansonsten kaufe ich es zweimal. Nämlich in, ich kaufe es, weil ich es gerade kaufen muss und ich kaufe es, weil es süß ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich kaufe es gleich alles in süß. Was habe ich mir so gekauft? Also als allererstes, was ich schon mal gesehen habe, meine Hanko-Box. Hier sind die Little Twin Stars drauf. Yay! Dann habe ich mir ein Notizbuch gekauft mit My Melody drauf. Denn ein normales Notizbuch wäre ja langweilig gewesen. Als nächstes, was ihr auch schon gesehen habt in meinem letzten Video, meine neue Totoro-Geldbörse, mein neues Portemonnaie sozusagen. Es ist eigentlich ziemlich unpraktisch, aber es ist sehr, sehr süß und es passt sehr gut zu meinem Handy. Also zu meiner Handyhülle. Was ich dann auch noch gekauft habe, sind die beiden Sachen hier. Also ich stehe ja total auf Eulen und das ist eine Schale und eine kleine Teeschale sozusagen, Teebecher, was auch immer. Aber auf jeden Fall sind die beiden mehr oder weniger im japanischen Stil, aber da sind trotzdem Eulen drauf. Also eine Kombination aus zwei Dingen, die ich sehr, sehr mag. Deswegen musste ich das auch kaufen. Dann habe ich mir ein Küchenmesser gekauft. Und zwar hat das Küchenmesser Blümchen drauf, weil ein normales Küchenmesser wäre ja langweilig. Und da wir gerade bei Küchengeräten sind, ich habe mir einen Pfannenwender gekauft. Okay, der sieht jetzt erstmal ganz normal aus, aber guckt mal, hier ist eine kleine Hello Kitty dran. Yay! Dann, was ihr auch schon aus meinem letzten Video kennt, meine Little Twin Star Box, wo ich meinen ganzen Kosmetikkranz drin habe. Aber auch die habe ich mir in süß gekauft, weil irgendwie nur einfarbig wäre ja langweilig. Übrigens habe ich mir auch sowas hier gekauft. Also ich weiß nicht, ob man sieht, was das ist. Das ist zwar jetzt nicht mega süß, aber irgendwie ist es schon süß. Und zwar, wenn man duschen will und seine Haare nicht waschen will, dann kann man die sozusagen zusammenbinden und dann macht man das hier um und dann bleibt der Haaransatz trocken. Und sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen, beziehungsweise habe ich in Deutschland noch nie danach Ausschau gehalten. Aber hier im 100-Yen-Shop hat mich das sozusagen angelächelt und meinte, ich muss es kaufen. Deswegen habe ich es gekauft und es ist super praktisch. Dann kommen wir mal zu meinem Rucksack. Also mein Rucksack ist immer sehr voller Buttons und keine Ahnung. Und zwar habe ich mir bei meinem ersten Schreinbesuch so einen Glücksbringer hier gekauft. Also, ich weiß nicht, ob man es Glücksbringer nennt, aber ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennt. Dann habe ich, als ich im Eulencafé war, zwei Buttons bekommen. Also, die kennt ihr ja schon, den hier und den da. Und dann gab es diesen Teddy hier gratis, als wir Sicherheitseinweisungen bekommen haben. Und der ist eigentlich ganz cool, weil der ist erstens süß und zweitens reflektiert der Licht, wenn Licht da drauf steht. Und dann übersehen die Autofahrer mich nicht und überfahren mich auch nicht. Yay! Was ich dann auch noch gekauft habe, waren letztens Sticker. Die habe ich sogar, glaube ich, auch in Tokio gekauft. Ja, die sind auch aus Tokio. Und ja, ich liebe Sticker sowieso und die sind echt mega, mega süß. Also so ein bisschen im japanischen Stil, ein bisschen aber auch in süß. Und dann habe ich mir, wie einige vielleicht auch schon wissen, die Light Novel von Kimi no Na wa gekauft. Die ist jetzt nicht unbedingt süß, aber die gehört auch hier in das Video mit rein. Yay! Und eine Sache, die ich total liebe und was wahrscheinlich meine Lieblingssache ist, die ich bisher gekauft habe, ist mein Totoro-Kissenbezug. Und er ist so toll. Er ist einfach so toll. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ihn total. Er ist total niedlich und er war gar nicht so teuer. Und deswegen, yay! Was ich dann auch noch in Tokio gekauft habe, waren diese kleinen Ohrringe. Und die sehen ein bisschen seltsam aus, denn in Japan gibt es ganz oft hier so Ohrringe, wo man keine Ohrlöcher für braucht, sondern die nur so angeklebt werden. Aber ich fand die trotzdem sehr, sehr süß und obwohl ich Ohrlöcher habe, habe ich die einfach trotzdem gekauft, weil die echt niedlich waren, so mit den Sternchen.
Die sind auch aus Harajuku. Was ich da noch gekauft habe und euch jetzt nicht zeigen kann, sind erstens 3 Paar Strümpfe. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil eins davon habe ich an und die anderen beiden sind in der Wäsche. Aber ich glaube, ich habe die vielleicht aufgenommen, bevor ich sie getragen habe. Wenn ich das getan habe, dann blende ich das jetzt einfach mal ein. Und dann seht ihr die. Das sind einmal Strümpfe mit Chopper drauf, einmal Strümpfe mit Kokeshis drauf, beziehungsweise Geishas. Und einmal Strümpfe mit One-Up von Mario. Wobei bei diesem One-Up dann auch drunter steht, Get a Life. Und irgendwie fand ich das sehr lustig. Und dann habe ich noch ein paar Schuhe gekauft, die ich jetzt... Doch, die könnte ich euch zeigen. Aber wer meinen Tokio-Vlog gesehen hat, der kennt diese Schuhe auch schon. Yay! An Klamotten habe ich bisher eigentlich noch gar nichts gekauft. Und das überrascht mich selbst total, weil ich dachte, das ist das Erste, was ich hier in Japan kaufen werde. Aber irgendwie konnte ich mich nie wirklich entschließen, was ich haben will, weil es entweder zu viel gab oder irgendwie war ich mir nicht sicher, ob mir das wirklich steht. Und ja, ich habe die Kleider aus meinem Tokio-Vlog nicht gekauft und ich bereue es. Das heißt, wenn ich irgendwann nochmal so Kleider in der Art finde, werde ich auf jeden Fall welche davon kaufen. Aber ich bereue es so, dass ich die nicht gekauft habe. Ja, und ich glaube, das war größtenteils alles, was ich so in dem ersten Monat gekauft habe. Also alles außer sowas wie Essen und Trinken und noch mehr Essen und noch mehr Essen. Oh, es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen kann. Es gibt hier in Japan so eine Art billiges Hanuta. Okay, es ist nicht billig, weil es ist teurer als Hanuta, aber billig in Form von Qualität. Also die Qualität ist jetzt nicht so geil, aber es schmeckt trotzdem relativ ähnlich wie Hanuta. Aber auf jeden Fall sind in diesen billigen Hanutas One Piece Sticker drin. Und deswegen bin ich ziemlich süchtig nach diesen Dingern. Okay, ich bin nicht süchtig nach den eigentlichen Hanuta-Dingern, nach diesen Waffeln, sondern ich bin süchtig nach den Stickern. Und zwar habe ich mittlerweile einen Fujitora, einen Brooks, einen Luffy Zeus, das ist sehr schwierig in Japanisch auszusprechen, aber ein Luffy Zeus, ich kann es nicht mal Deutsch aussprechen, einen Luffy Zeus, also Luffy als Zeus. Dann haben wir einen Lysop und eine, also es ist eigentlich Nami, aber dort steht Wanda. Und das verwirrt mich, aber vielleicht weiß ja jemand mehr als ich, warum steht da Wanda? Kann mir das jemand erklären? Ich bin zurzeit nicht auf dem neuesten Stand bei One Piece. Das heißt, wenn das irgendwas ist, was mich spoilert, dann spoilert mich bitte nicht. Aber erklärt es mir bitte trotzdem, wenn es geht. Und ich weiß nicht, wie viele ich von diesen One Piece Dingern kaufen werde. Wahrscheinlich so viele, bis ich einen Zorro habe. Ich weiß nicht, warum ich so fanatisch auf Zorro bin. Aber egal. Ich hätte das übrigens mal wegräumen sollen, nachdem ich damit fertig war. Da steht jetzt hier die ganze Zeit im Hintergrund rum. Egal. Ja, und das war größtenteils alles, was ich so in dem ersten Monat gekauft habe. Wie gesagt, außer natürlich sowas wie Essen und Klopapier und sowas. Ja, und dann habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich endlich bald wieder eine funktionierende Kamera habe und euch wieder überall mitnehmen kann. Denn die Videos hier sollen echt nur zur Überbrückung sein. Aber ich hoffe, dass sie euch trotzdem Spaß machen und ihr das trotzdem cool findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss!